Warum du die Natur nicht einfach freien Lauf in einem Garten lassen solltest und wie in der Bibel besteht, sie dir untertan machen solltest. Vergesst das mit der Bibel, aber die erste Frage finde ich dann doch sehr interessant. In Permakultur oder auch in naturnahen Gärten ist es sehr beliebt, die Natur einfach mal freien Lauf zu lassen. Alles, was mal wild aufkommt, frei wachsen zu lassen, sei es Obst und Gemüse von vorigen Kulturen, Wildblumenwiesen, Wildkräutern, alles darf einfach mal kunterbunt wachsen. Denn die Mutter weiß ganz genau, wo es lang geht. Und wer sich dagegen stellt, der wird zum Beugen gebracht. Oder muss weichen. In esoterischen Kreisen wird dann auch gerne davon gesprochen, dass wenn eine Pflanze bei dir im Garten oder vor Ort ist, dass sie für dich bestimmt dort wächst und du sie gerade in deinem Leben brauchst bzw. für deine Gesundheit und deshalb die Pflanze gerade dort wächst. Ist das jetzt nicht ein bisschen narzisstisch, dass wirklich alles immer nur um uns dreht? Pflanzen können uns ja auch anzeigen, auf welchem Boden sie gerade wachsen. Das sind die sogenannten Indikatorpflanzen. Ob unser Boden jetzt sandig ist, stickstoffhaltig, nährstoffreich oder auch ein verdichteter Lehmboden ist. Zum Beispiel Pfahlwurzen wie der Löwenzahn haben oder auch die Disteln finden wir mal häufig an solchen Böden wieder. Der Löwenzahn möchte halt unter anderem damit den verdichteten Boden aufbrechen, damit halt irgendwann mal wieder schön krümeliger Humusboden daraus entsteht, wo dann andere Pflanzen dann hier optimal wachsen können. Zum Beispiel die Brennnessel oder auch der Giersch. Die wachsen halt unter anderem stickstoffreichen Böden. Die Brennnessel finde ich sogar ein Fluch und Segen zugleich. Also, ja, im Schrebergarten habe ich sogar beide Pflanzen, aber ich glaube, den Giersch habe ich jetzt irgendwie verdrängt. Das ist schon eine erhebliche Leistung, wie ich finde. Und die Brennnessel, da muss ich einfach aufpassen, weil der vermehrt sich wie wild. Beispielsweise für eine Brennnesseljauche zum Essen auch wunderbar. Spinat kann man da zum Beispiel draus machen. Oder einfach für Nützlinge, beispielsweise einen Marienkäfer. Oder auch andere Schmetterlinge und Insekten, die halt den als Brutstelle unter anderem benötigen. So, und die Pflanze baut auch einen guten Boden auf, aufgrund der Wurzelausscheidungen. Und die Wurzeln sind ja von der Brennnessel enorm. Kann jeder bestätigen, der mal Brennnessel aus seinem Garten entfernt. Problem dabei ist einfach nur, man die Brennnessel einfach freien Lauf lässt, dann wuchert die halt überall hin und die Wildkräuter und die Wildpflanzen wachsen einfach viel stärker als unsere Kulturgemüse. Und da muss man einfach aufpassen, welches Ziel man denn einfach erreichen möchte. Wenn man jetzt einfach einen verwilderten Garten haben möchte, dann kann man die Brennnessel auch frei laufen lassen. Aber einfach mit der Berücksichtigung, dass sie halt auch andere wichtige Pflanzen vielleicht unterdrücken könnte. Und man halt dann in Richtung Obst- und Gemüseanbau gehen möchten, dann müssen wir halt einfach die Brennnessel eindämmen und sie eventuell auch rausreißen. Je nachdem, für welchen Einsatzbereich wir die Natur für uns gestalten möchten. Hin und wieder kommt es dann vor, dass Permakulturanfänger dann die bittere Pille einnehmen müssen und es halt dann doch nicht funktioniert, dass man die Natur einfach freien Lauf lassen lässt und einfach das, was halt da wächst, soll einfach da wachsen. Und auch wenn man dann noch Pflanzen zwischen reinsetzt, zum Beispiel seine Tomaten oder auch seinen Kohl, bis man dann letztlich feststellt, dass die Wildkräuter einfach alles überwuchern und die Pflanzen dann mickrig, klein oder komplett verschwinden. Um die Natur richtig bei uns in den Gärten zu integrieren und auch dabei unsere Ziele mit zu erfüllen, ist ein gewisser Plan und auch eine Ordnung sehr wichtig. Damit sich unsere Kulturpflanzen auch richtig entwickeln können, brauchen sie halt einen gewissen Abstand und auch eine Entfaltungsmöglichkeit und wir können auch das Wachstum von den Pflanzen mit Mischkultur unterstützen, zum Beispiel bei den Tomaten, dass wir die halt aufleiten, zum Beispiel mit einem Tomatenhaken und dann einen Unterbewuchs machen, wie zum Beispiel Tagetes, Ringelblumen, Basilikum oder auch Petersilie, die auch verschiedene Schädlinge und Krankheiten abhalten können. Natürlich sollten wir auch in unserer Gartenplanung wilde Ecken mit einplanen, wo sich der Natur wirklich frei entfalten kann. Weil das auch Ansiedlungsmöglichkeiten für Nützlinge ist, die uns dann auch im Obst- und Gemüseanbau unterstützen und unsere Pflanzen auch eventuell kräftigen können, wenn mal eine Plage kommt, dass wir halt dann gleich die Nützlinge haben, die sofort für ein Gleichgewicht sorgen. So sparen wir uns schon mal Stress, Arbeit und müssen eventuell keine Chemie einsetzen. Ich nenne es ein kontrolliertes Chaos. Für Menschen, die einen ganz klassischen Garten mit Rasen und Spielsachen haben für ihre Kinder, schaut so ein Permakulturgarten oder naturnaher Garten für Chaos aus, die sich nicht mit der Thematik beschäftigt haben. Für Kenner
ist es meiner Meinung nach ein Paradies und da erkennt man auch die ganzen Strukturen, die da mit eingebaut sind und welche Funktion dahinter steht. Und mir geht es auch darum, dass die Menschen begreifen sollten, dass die Natur ein Spielfeld für alle Lebewesen zur Verfügung steht und die Lebewesen, Tier und Mensch, können diese Spielfelder nutzen und hier nach ihren Bedürfnissen aufbauen. Wichtig dabei ist für mich, die Natur zu beobachten, die natürlichen Kreisläufe zu sehen, damit man die Natur jetzt nicht, wie wir es momentan machen, einfach nur komplett zerstören, sondern wir auch für mehrere Generationen oder auch für immer diesen natürlichen Kreislauf bewahren, damit wir halt hier einfach einen Kreislauf haben, der beständig ist. Du kannst auch einfach mal in alte Wälder gehen, die jetzt vom Menschen weniger besucht werden. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, in Ungarn welche, tropische Wälder. Was passiert, wenn man die Natur einfach mal frei wachsen lässt, wie du dich da zurechtfindest? Als Beispiel mein Projekt. Momentan habe ich so eine Mischung aus Permakultur und Market Gardening. Ich mulche meinen Boden, baue sehr viel in Rheinland, zum Beispiel bei mir im Gewächshaus die Tomaten, die aber natürlich auch Unterbewuchspflanzen haben wie Petersilie, da geht auch mal ein bisschen Fenchel mit auf oder verschiedene Blühpflanzen. Bei meinen Gurken ist Basilikum. Das heißt, ich versuche auch hier auf mehreren Ebenen anzubauen, wie man es zum Beispiel aus den 7 Schichten des Waldgartens kennt, dass man halt auf mehreren Ebenen Erträge erwirtschaften, mal das Effektivste aus der Fläche rauszubekommen. Und habe eine Hecke, wo sich der Igel verkriechen kann, eine Steinmauer, Totholzhecken, ganz normale Steinhaufen. Und auf der anderen Seite den Schrebergarten, den ich habe, lasse ich ein bisschen wilder auswuchern. Da stehen halt sehr viele Bäume und Beerensträucher. Aber und da mähe ich dann immer einmal im Monat, wenn es zum Beispiel jetzt im Sommer ist und alles sehr stark wächst. Und da habe ich ja dann gemerkt, die Brennnessel, da muss man regelmäßig die Wurzeln mit rausreißen, weil die fangen an, überall rumzuwuchern. Das muss man dann auch mit der Zeit eindämmen. Das passiert halt, wenn man die Natur Natur sein lassen möchte. Dann werden halt die Kulturpflanzen ziemlich stark überwuchert. Da habe ich auch die Erfahrung. Ich kann euch sagen, wenn man ein Jahr lang die Brennnesseln einfach freien Lauf lässt, dann hast du ganz schön viel Arbeit. Dann hatte ich auch schon im Winter bei minus 5 Grad mal die einfach rausreißen. Warum ich das eigentlich im Winter gemacht habe bei minus 5 Grad? Immer ein bisschen strukturiert und mit einem Plan vorgehen, unliebsame Kräuter auch sofort entfernen, die man jetzt da nicht haben möchte. Sonst zahlt man die Quittung vielleicht ein bisschen später. Man muss jetzt nicht unbedingt diese Anfängerfehler machen. Einfach von dem Wissen, was ich jetzt habe und die Erfahrungen lernen, kann man auch unter anderem mit spannenden Videos, die ich hier regelmäßig auf meinem Kanal